vor allem, wo kriege ich Essen her? Müsste man langsam echt wieder gucken wegen Essen. Ich habe jetzt noch die Beeren. Das ist Schwarzeiche, die will ich ja nicht. Ich will ja Fichte. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob da drüben das Fichten sind. Das sind keine Fichten, ne? Das da könnten halt Fichten sein. Möglicherweise. Wo ist denn unser... Wieso wird mir der nicht angezeigt? Warte mal. Müsste ich hier nicht... Wegpunkte-Manager? Stelle Todespunkte. Fullscreen-Map. Levelanforderung 1. Oh. Wie kriege ich hier meine Wegpunkte nicht mehr angezeigt? Zeige Monster. Zeige. Normalerweise müsste ich doch hier die Namen der Wegpunkte sehen können. Weil ich weiß ja jetzt gar nicht, wo hier welcher Wegpunkt ist. Biome, Topografie, Höhlenanzeigen, nö. Zeige Monster, zeige Tiere, zeige Haustiere. Ich sehe doch jetzt meine Wegpunkte gar nicht. Hallo? Spiel? Wieso? Waypoints. Ah, jetzt. Warum wurden die denn nicht angezeigt? Ich musste wissen, wo ich mich hinporte. Da hinten war dieses Dörfchen mit den roten Bäumen. Wo wir die letzten Folgen mal gewesen sind. Das hier sind die ganzen Tannenbäume. Wo kriege ich Fichte her? Vielleicht hier? Könnten das Fichten sein? Oder vielleicht da drüben? Müsste fast mal da hochlaufen. Dann gucken wir mal, ob wir da Fichten herkriegen. Wenn nicht, laufen wir mal zum großen Berg. Zum Lonely Mountain. Gucken, ob wir da vielleicht welche herkriegen. Wir brauchen halt dringend wieder Eisen. Wir müssen eigentlich gezwungenermaßen mal wieder in eine Höhle gehen. Aber ich fühle mich irgendwie nicht ready dafür. Das letzte Mal die Höhle, die hat mich so ordentlich schwer gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt so schnell wieder reintraue. Schwarzeichenstamm. Na, wo komme ich denn? Da oben war alles voller Schnee, ne? Ich erinnere mich, wir sind da gar nicht weit gekommen. Weil da oben super viel Schnee gewesen ist.
Da ist Birke. Birke mit Ö. Maplefruitlock. Da könnten halt Fichten sein, ne? Das ist wahrscheinlich wieder Schwarzeiche. Ah ne, das ist auch Fichtenholz. Ja komm, dann go for it. Ach, das sind wieder diese Bäume, die nicht despawnen, ne? Nein, habe ich direkt. Habe ich direkt jetzt Frostschaden gekriegt. Oh nee. Das sind alles nur diese mit den Eisdings dran. Oh nein. Scheiße, wie tief bin ich denn? Dieser Tiefschnee ist echt so gefährlich. Ach du Heilige. Meide einfach mal direkt das Schneeding hier. Boah, das ist ja saugefährlich. Hier gibt es super viele Eichen, aber Eichen kann ich tatsächlich jetzt gerade nicht wirklich gebrauchen. Brauche eigentlich Fichten. Ich gehe mal da hinten hin. Boah, ist ja auch wieder eine krasse Höhle hier. Hier sind zum Teil echt so übel, ne? Wo habe ich denn die Fackeln? Habe ich keine einzige Fackel dabei? Irgendwas, ich gehe da nicht rein. Ich habe Angst vor diesen Höhlen. Ist ja echt abartig. Wie gruselig kann eine Höhle sein? So. Gucken wir mal. Vielleicht haben wir ja Glück und da oben sind irgendwelche Eichen, Fichtenbäume. Ohne dieses Eis in der Krone. Das wäre sehr schön, weil die sind echt lästig abzubauen. Ja, die sehen super gut aus. Boah, die sind echt lästig abzubauen. Was ist hier denn schon wieder? Ein bisschen Eisen. Nehme ich mir mal mit, wenn das gerade so bereitwillig hier vor meine Füße tritt. Der Lavastrom, der nach unten geht, ne? Oh, da ist schon wieder so eine Spinnenhöhle. Drüben ist ein Spinnennest und Eisen. Da unten ist auch so ein Spinnennest. Uah. Nee, 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 nee.
Muss aktuell nicht sein. Kann zwar das Eisen echt gut gebrauchen, aber ich bin absolut nicht darauf vorbereitet, jetzt in so eine Höhle reinzugehen. Überhaupt nicht. Was ich mir vielleicht mitnehme, ist mal die Kohle noch da drüben. Die liegt hier gerade so schön. So. Okay, jetzt hoffen wir mal, dass das Fichten sind da oben. Oh, du bist ja ein süßer. Was bist denn du? Du bist ein Hundi. Ein Shiba Inu. Oh, kann ich... Nein, ich kann dem nichts geben. Oh, ich will dich haben. Rennt ein Shiba Inu rum. Glaube ich, wird nicht mehr. Shiba Inus sind meine absoluten Lieblingshunde. Ich selber habe keinen Hund. Ich habe definitiv nicht die Zeit für einen Hund. Die Katzen sind schon sehr anstrengend. Aber die kommen auch ganz gut mal einen Tag alleine klar. Aber für so einen Hund brauchst du echt viel Zeit und das habe ich leider nicht. Und ich will mir keinen Hund zuschaffen und am Ende vereinsamt er zu Hause. Das ist halt echt nicht nett fürs Tier. Aber wenn ich einen Hund hätte, dann wäre es definitiv ein Shiba Inu. Absolut. Ich liebe Shiba Inus. Nice. Fichtenholz. Genau, was ich brauche. Sieht gerade so ein bisschen danach aus, als ob die Sonne untergeht. Kann das sein? Habe ich mein Bett mitgenommen? Ja, habe ich. Gut. Erstmal ein bisschen was mit in Fichte. Kann ich alles echt gut gebrauchen. Haben wir jetzt? 44. Vielleicht mache ich den Stack mal voll und dann müssen wir erstmal gleich pennen. Wieder so ein Auenland da drüben. Und da ist auch ein Lavendel-Biom. Wir müssen mal, glaube ich, irgendwann uns einen Rucksack craften und mal auf Reise gehen. So, schlafen erstmal. Bevor hier gleich wieder Monstrositäten kommen. Zack. Da drüben ist so ein Lavendel-Biom. Oh, schön. Und das auf der Karte schon? Wo bin ich denn? Ah ja, hier. Das ist dann... Das ist gar nicht so klein. Das ist ziemlich groß. Und da ist irgendwie... Da ist irgendein... irgendeine Ruine. Ach nee, es regnet wieder. Willst du mich verarschen?
Oh. Ja, gut. Dann gehen wir mal nach Hause. Natürlich. Regen wäre auch viel zu langweilig. Haben wir halt lieber gleich ein ganzes Sommergewitter. So. Ach nee, da unten sind Zombies. Haut ab. Scheiße, das sind jetzt überall Zombies. Ich muss ja echt aufpassen, dass ich nicht irgendwo... Oh! Ist ja alles voll! Oh oh. Scheiße, ich habe nichts mehr zu essen. Bären mal reinjagen. Aber du siehst hier halt nichts, ne? Du könntest hier jederzeit irgendwo Opfer von irgendeinem... Scheiße. Das meine ich. Schon, komm, 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 schon. Da vorne steht meine Hütte. Ich will nur nach Hause. Dieses dämliche Regenwetter. Oh, ich brauche was zu essen. Ah, schnell. Boah, zum Glück gibt es hier keine Tornados in dem Spiel, sonst hätte ich jetzt echt Angst vor einem Tornado. Klingt ja fast schon so. Oh nein. Verdünnisier dich doch. Komm schon. Oh. Baustelle. Aber... Sicherheit. Puh. Das ist ein Creeper. Hör ich da Nachbarn? Da ist es immer noch der Händler. Okay, das ist der Händler noch. Ich hab's Kamel gehört. Ich soll mir bloß alle wegbleiben. Hier habe ich zu, oder? Ja, gut. Nicht, dass hier irgendwas... Okay. Fichte. Mal erstmal nur die Hälfte. So, dann brauche ich mal Stickies, brauche ich mal einen Schwung voll. Zack. Und jetzt brauche ich davon nochmal welche. Das heißt, ich brauche die Dinger. Wo habe ich denn dieses Glas hin? Glas, Glas, Glas. Da habe ich nochmal und da habe ich... Was machst du denn hier drin? Boah, das Gewitter, ne? Zack. Die Dinger. So. Erstmal 12 Stück. Und dann... Hiervon erstmal 8. Hier hatte ich die Fenster zu, oder? Genau, da drüben muss ich noch was reinpacken. So. Dann ist da das Fenster dicht. Hier ist auch dicht. Hier müssen wir gleich noch.
Okay, das war's schon wieder. Mist. Habe ich eigentlich... Das nehme ich mir gerade. Das brauche ich noch. Ist das Glühwürmchen gerade gestorben? Das arme Glühwürmchen. So. Jetzt brauche ich nochmal 4, 8 Stück. Dann haben wir hier unten... Hier weiß ich nicht, ob ich da... Das muss ich mal... Guck mal. Davon nochmal welche. Dafür brauche ich Glasscheiben. 16 reichen erstmal. Dann brauche ich davon nochmal. So, dann mache ich gleich mal ein paar mehr. Zack. Komm, ich mache einfach mal 2 Schwünge davon. Und dann probiere ich das hier einfach mal aus. Wie ist das denn, wenn ich da jetzt so ein Ding reinmache? Verbindet sich das? Nö. Ja, eigentlich keine Axt mehr. Keine Axt mehr. Dann muss ich mir mal gerade eine Axt machen. Noch ein Eisen. Also wird es eine Steinaxt. Super. So, dann... Ich schaue das also, wenn ich das so mache. So, die Musik ist mir gerade ein bisschen zu dramatisch. Ja, das sieht besser aus. Das sieht nicht ganz so krass aus mit diesen lauter nur Streifen. Dann haben wir so ein bisschen einen Akzent gesetzt. Das ist ja auch okay. So. Dann haben wir hier einmal. Fenster. Natürlich. So, Fenster einmal dicht. Sehr gut. Da überlege ich fast, ob ich noch eine viertes mache. So, und dann kann da noch ein Fenster rein. So. Dann ist das alles dicht. Untere Etage ist damit, abgesehen jetzt vom Keller, wo halt noch gar nichts passiert ist, soweit aber fertig. Dann kann ich jetzt bald an die obere Etage gehen. Jetzt mache ich mal eben hier. Ich glaube, ich mache hier wirklich noch einen vierten Streifen hin. Halt. Ja, das reicht so. Zack. Und dann hier und zack. Ja, das sieht besser aus. Dann kann man hier eine schöne S-Ecke hinmachen. Und da kann man eine schöne Couch machen, so eine Sitzecke mit Tisch und vielleicht Fernseher irgendwie. Weiß noch nicht. Ich guck mal, was alles machbar ist. Ich weiß ja bis jetzt noch gar nicht, was wir alles überhaupt an Möbel bauen können. Können wir auch ein Klavier bauen? Können wir hier so ein Klavier noch irgendwo hinstellen? Keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. So, die Dinger brauche ich noch. Zack. Genau, da brauche ich nochmal das hier. Brauche ich Slabs. Dann machen wir mal erstmal nur 24. Nicht immer gleich alles verbrauchen. 6 Stück. Ja, okay, ich hätte mehr gebraucht. Dann muss ich nochmal machen. Ich dachte, da kommt mehr bei rum. Aber irgendwie nicht so, ne? Oder was hat mir denn jetzt gefehlt? Ach, mir haben die Stickies wieder gefehlt. Schon wieder. Was habe ich denn für einen Stick verbraucht? Das ist ja...
Da müssen noch welche dran. Okay. Und da fehlen noch, ne? Zack, 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 zack. Okay. Ja, hier haben wir noch kein Dach. Aber da soll ja auch keine Decke rein. Da kommt ja direkt das Hausdach drüber. Das ist ja nur so ein Anbau quasi. Ich hoffe, der verdünnisiert sich bald mal wieder. Er geht mir auf den Keks mit seinen Geräuschen. Das sieht halt echt gut aus, ne, mit den Dingern. Vor allem, dass man halt von außen auch nicht so reingucken kann. Wäre jetzt im Multiplayer nochmal wichtiger gewesen. Multiplayer haben wir halt leider jetzt nicht. Aber das taugt mir schon ganz gut so. Was ich jetzt gerne mal probieren möchte. Dann müsste ich mir fast nur überlegen, ob ich da auch nur ein Zweierfenster draus mache. Damit das Ganze besser funktioniert. Guck mir das eh erstmal an, wie das ausschaut. Noch als Falltür. Wie sehen die Dinger denn aus? Okay, warte, irgendwie. Hier kommt niemand. Ach so, kann ich hier gar nicht machen, weil ich es ja so nach innen versetzt habe. Das ist natürlich blöd. Das ist ja wirklich blöd. Folgendes. Die alle aufgebraucht? Die habe ich doch nicht alle aufgebraucht, oder? Noch? Ah ja, da sind die. Okay. Folgendes. Gibt es hier denn vielleicht irgendwas, das ich in die Richtung machen könnte? Wahrscheinlich nicht, ne? Und Wallboard? Kann ich die... Nee, die schweben dann auch da dran. Und da irgendwie mit Slabs dran will ich auch nicht. Die sehen zu dick aus. Die sehen zu klobig aus. Ja, dann muss ich die halt weglassen. Schade, ich habe gedacht, ich könnte vielleicht da diese Klappen vor die Fenster packen. Aber das geht nicht, weil ich das so nach innen versetzt habe. Das funktioniert auf die Weise leider nicht. Schade.